Heute melden wir uns aus der Türkei und der türkischen Mittelmeermetropole Antalya. Neben einer wunderschönen Altstadt haben wir so manch schräge Katzen entdeckt, aber dazu später mehr. Zunächst starten wir in der Altstadt am Hadrianstor. Diese stammt tatsächlich noch aus dem 2. Jahrhundert und wurde anlässlich des Besuchs des römischen Kaisers Hadrian gebaut. Auf den zahlreichen Glasboden der Altstadt entdeckt man mehr oder weniger weitere historische Dinge. Durch die Altstadt von Antalya kann man sich gut treiben lassen und nicht vergessen, ein paar Shops zu besuchen und zu handeln. Normalerweise sollte man erstmal nur ein Drittel des geforderten Preises verlangen. Wir entdecken weitere schöne Gassen in Antalya und nebenbei einen Hoteltipp. Nein, wir empfehlen nicht das Hotel Reutlingen. Zu den Hoteltipps kommen wir später. Wir spazieren lieber mit aller Vorsicht nun zum Hafen. Am Hafen kann man ein Ausflugsboot chartern. Hier kann man zum Beispiel zu den Düden-Wasserfällen schippern. Diese werden wir später auch noch zeigen. Ruf mich an! Antalya hat übrigens auch noch einen Hafen für Kreuzfahrtschiffe. Dieser liegt aber 12 Kilometer außerhalb der Innenstadt. Taxifahrten innerhalb der Innenstadt sind übrigens mit ein paar Euro verschwindend gering. Ja, und Euros werden gerne angenommen. Kulinarische Tipps mit lokalen Ziegenkäse wollen wir natürlich nicht verschweigen. Und gerne gibt's auch einen gesunden Granatapfelsaft dazu. Ja, und das sind wieder die schrägen Pussys. Aber kein Wunder, sie haben wohl großen Hunger auf leckeren Köfte. Abwarten, Tee trinken und Hoteltipps schauen. Das Accra Hotel bzw. das Accra Wee Hotel ist wirklich ein hervorragender Tipp für gutes Geld. Nicht nur die hoteleigene Tea Time schmeckt lecker, sondern auch die Zimmer sind ab 70 bis 80 Euro zu haben. Und der Laden hat sogar seine eigene Buchhandlung. Von was diese Katze wohl träumt? Sicher von Mäusen oder Leseratten. Und die drei Hotelpools sind auch sehr nett. Die Shoppingfreunde kommen übrigens im nahen Terra City Einkaufszentrum zur Geltung. Mit internationalen Marken und heimischen Marken wie LC Waikiki. Uns zieht es aber bereits weiter. Wir sind jetzt im Bann des Wasserfalls am Düden-Wasserfall. Einige Kilometer weiter nördlich gibt es den oberen Düden-Wasserfall und hier sehen wir den unteren, direkt am Meer. Ja, nett ist's in Antalya, aber in Baden-Württemberg natürlich auch. Wer am Düden-Wasserfall lange genug wartet, der bekommt auch seinen Regenbogen. Den Goldschatz können wir natürlich nicht versprechen. Dafür aber jede Menge aufgescheuchte Gänse. Erwähnenswert auch das schöne gebirgige Hinterland von Antalya. Es gibt hier auch eine Seilbahn. Und mit dem Pablito können wir im Accra Hotel nochmal ein tolles Restaurant empfehlen, das neben mexikanischen auch viele internationale Speisen bietet. Unser Fazit: Antalya ist eine Stadt zum Wohlfühlen. Gefühlte 5 Milliarden Katzen können nicht irren.